Mit dem Zeppelin nach Mango. Es war ein lauer Frühlingstag, fast so, als hätte man ihn bestellt. Herr Quittel von Knispel saß auf seiner Holzschaukel vor der Veranda seines selbstgebauten kleinen Blockhauses und beobachtete die beiden Eichhörnchen im Kirschbaum seines Gartens. Wie schön, dachte er und träumte vor sich hin, ganz vertieft im fröhlichen Spiel von Keks und Obst. So hießen die beiden Hörnchen nämlich. Sie waren gerade Eltern geworden und genossen den Mittagsschlaf ihrer kleinen Rasselbande, um ein wenig Zeit für sich zu haben. Gerade eben, als sie zu Herrn Quittel von Knispel herübersahen, flüsterte er ihnen zu: »Ich freue mich für euch.« Keks und Ups winkten ihm zu und machten sich auf, um selbst noch ein wenig Schlaf zu bekommen, bevor die Kleinen wieder aufwachten. Er selbst nahm genüsslich einen Schluck Tee und streichelte gedankenverloren seine kleine Raucherdackeldame Hummel, die ebenfalls ein Nickerchen auf seinem Schoß nahm. Die Sonne hatte schon so viel Kraft, dass man sie einfach genießen musste. Was für ein Glück ich habe, dachte er. Es war nicht nur so, dass er ein gemütliches Zuhause und seine Hummel hatte, er hatte auch in seinem Alter, er war nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht so alt, das Talent, mit Tieren zu flüstern und hatte zudem nach langer Zeit seine große Liebe Rosa Flores gefunden. Mit den Frauen hatte er vorher nämlich kein Glück. Die erste war gestorben und die zweite war so dick geworden, dass sie eines Tages den Bubbelweg runterrollte und nie wieder gesehen wurde. Aber jetzt hatte er ja Rosa und das war gut so. Die beiden wohnten im Bubbelweg 2 Viertel in 3x Torte, ganz in der Nähe von Harvard, wo Herr Quittel von Knispel das Hausbauen studiert hatte. Rosa arbeitete bei einem Heiler und Zauberer und stellte ihre Spezialität her. Sie konnte Tränen herstellen, die im Notfall, wenn jemand ganz traurig war, halfen, dass der Trauernde nicht selbst so viel Tränen vergießen musste. »Das ist ein großes Talent und hilft traurigen Wesen sehr«, sagte der Heiler immer wieder, denn er konnte sehr viel, aber Trauernden die Trauer lindern konnte er nicht. Eines Tages dann kam Herr Quittel von Knispel aufgebracht und voller Angst mit seinem Hummelchen in die Heilerstätte. Die Kleine lag mit geschlossenen Augen und völlig reglos in seinen Armen und er sah den Heiler und Rosa völlig verzweifelt an. »Wir waren wandern, weil es Hummel so sehr gefällt und auf einmal war sie weg. Ich suchte ewig nach ihr und fand sie dann in einer Felsspalte eingeklemmt wieder. Sie hat starke Verletzungen, ich weiß nicht, ob sie es schafft.« Verzweifelt sah er die beiden an und hoffte so sehr, Hummel könne gerettet werden. Es schien ihm, als vergingen Ewigkeiten. Dann nahm der Heiler ihm ganz vorsichtig die kleine Hummel ab und sah sie eindringlich an. »Es gibt da eine Möglichkeit, aber es ist sehr riskant«, sagte er. »Egal, ich möchte nur, dass es Hummelchen wieder gut geht«, krächzte Herr Quittel von Knispel vor lauter Verzweiflung. »Rosa, bringen Sie mir bitte meine Medizinkiste, ein paar Tränen von Ihnen für den Herrn und die Flügel.« »Die Flügel?« fragte Rosa aufgeregt. »Ja, die Flügel«, antwortete der Heiler entschlossen. Herr Quittel von Knispel blickte verwirrt zwischen den beiden hin und her. »Was? Wie? Wovon reden Sie?« stammelte er verunsichert. Der Heiler nickte bestimmt. »Ja, also setzen Sie sich draußen in die Farbgrotte und nehmen die Tränen zu sich. Glauben Sie mir, das wird helfen. Und wir beide versorgen Hummel. Es kann etwas dauern.« Rosa führte ihn in einen wunderschönen Raum, der aus Stein zu sein schien. Es war schummrig, aber ganz bezaubernde Farben wechselten sich ab und beleuchteten den Raum freundlich in allen erdenklichen Farben des Regenbogens. Der Raum schien sich auf Herrn Quittel von Knispel einzustellen, denn sogleich schimmerte er in einem glitzernden Grasgrün. Keine Farbe könnte besser zu ihm passen. »Hier, nehmen Sie die«, flüsterte Rosa ihm zu und legte ihm sanft eine Hand auf die linke Schulter und drückte ihm mit der anderen ein kleines Gefäß in seine Hand. »Ich sage Ihnen Bescheid, sobald wir fertig sind.« Sie lächelte ihm aufmunternd zu und verschwand im Behandlungszimmer. Jetzt war er allein und alles schien über ihn hereinzubrechen. Sein Herz krampfte sich so sehr zusammen, dass es wehtat. Tränen rollten über sein Gesicht. Erst als sie ihm vom Kinn tropften, merkte er überhaupt, dass er weinte. Da fiel sein Blick auf die kleine Fiole in seiner Hand und ohne zu warten trank er sie in einem Zug aus. Schnell entspannte sich der Krampf in seinem Herzen und seine Tränen versiegten. »Unglaublich, wie macht sie das bloß?«, fragte er sich. Aber eigentlich spielte das jetzt keine Rolle. Er nahm sich vor, sie später danach zu fragen.
Lange Zeit später, Herr Quittel von Knispel war eingenickt, weckte ihn Rosa auf, um ihn mitzunehmen. Es ist geschafft, sagte der Heiler stolz. Er hatte Schweißperlen auf der Stirn, doch er nickte zufrieden in Richtung der schlafenden Hummel, die zwei kleine Flügel auf ihrem Rücken trug. Ihre Wunden waren versorgt, sie schien keine Schmerzen mehr zu haben. Sie hat ja tatsächlich Flügel, rief Herr Quittel von Knispel aufgeregt und sah den Heiler fragend an. In der Tat, und sie wird sie in Zukunft auch benutzen können. Sehen Sie, ihre Verletzungen waren sehr groß. Ich musste sie irgendwie schließen. Und da ich nicht nur Heiler, sondern auch Zauberer bin, konnte ich ihr in einem aufwendigen Verfahren die Flügel einzaubern. Er wirkte zwar erschöpft, aber auch zutiefst glücklich. Herr Quittel von Knispel nahm Hummel staunend in seine Arme. In diesem Moment machte Hummel ein Auge auf, lächelte ihn matt an und flüsterte: Keine Angst, es wird alles wieder gut. Dann schlief sie erleichtert ein. Und so war Hummel gerettet und Herr Quittel von Knispel hatte seine Rosa gefunden. Ja, so war das damals, dachte Herr Quittel von Knispel versonnen und kraulte Hummel, die immer noch auf seinem Schoß genüsslich schnarchte, sanft zwischen seinen Flügeln. Und seit diesem Tag war auch er und Rosa ein unzertrennliches Paar. Heute war ein besonderer Tag, denn heute würden die beiden heiraten, ganz so wie man es in Dreimaltorte machte. Quittel, es wird Zeit, rief Rosa durch das Dachfenster. Wir müssen bald los. Ich komme, meine Blume, antwortete er, ein bisschen schlechten Gewissens, dass er die Zeit so verbummelt hatte. Auf geht's, weckte er Hummel. Kurze Zeit später dann standen sie mit all ihren Freunden in der Pastorei und führten die Trauung durch. Nach dem beidseitigen Schwur, sie würden sich ewig vertrauen und füreinander da sein, stürmte die gesamte Gruppe zu den Fenstern, denn jetzt kam das Entscheidende für eine glückliche Zukunft. Sie alle warteten darauf, dass Wilhelm von Hugendubel, der selbsternannte Ritter von Dreimaltorte, über den Hügel vor der Pastorei geritten kam. Er war mit der Herstellung von Gebissprothesen sehr reich geworden und hatte sich von Herrn Quittel von Knispel am Ortsrand eine riesige Holzburg bauen lassen. Wichtig war, dass Wilhelm von rechts nach links über den Hügel geritten kam, damit sein Auftritt als eindeutiges Glückszeichen gewertet werden konnte. Jetzt könnte man denken, dass dies ganz einfach wäre, zur richtigen Zeit in die richtige Richtung zu reiten. Leider hatte der alte Ritter aber eine Links-Rechts-Schwäche, guckte zudem auch gern einmal zu tief ins Glas und konnte keine Uhr lesen, sodass sein Erscheinen eher dem Glücksspiel als einem sicheren Omen galt. Da warteten sie nun gespannt und endlich kam Wilhelm von Hugendubel mit lautem Gejohle aus seinem Schimmel in goldener Rüstung herangeprescht. Er schwankte zwar etwas im Sattel, doch er brüllte aus voller Kehle »Ho, ho, ha, ha!« und als klar war, dass er tatsächlich von rechts kam, gröhlte die ganze Gemeinde erleichtert mit. Der Pastor holte schnell den Summerholder, einen roten Beerenlikör, von ganz hinten aus dem Kühlschrank und so konnten sie alle mit dem traditionellen »Bitte, bitte, bitte« lauthals auf das Brautpaar anstoßen. »Was für eine Aufregung«, lächelte Rosa zu ihrem Bräutigam auf. »Aber es ist ja alles gut gegangen.« »Da hast du recht, es hätte nicht besser laufen können. Und Rosa, ich habe da noch eine Überraschung für dich. Lass uns nach Hause fahren und unsere Sachen packen. Wir gehen auf Reisen. Wir fahren mit dem Zeppelin nach Mango.« Rosa wollte gerade den letzten Koffer schließen, als ihr frisch gebackener Gemahl ins Zimmer kam und vorsichtig fragte, »Rosa, hast du eigentlich meinen Zylinder und den Pinselstock eingepackt? Man weiß ja nie, wie heiß es im Mango ist und ob es vielleicht gefährlich werden könnte.« Der Pinselstock sah im ersten Moment aus wie ein ganz normaler Spazierstock, aber man konnte auf Zeigefingerhöhe auf einen kleinen Knopf drücken und schwupps kam am Ende ein Pinsel herausgefahren, der zur Selbstverteidigung diente. »Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich war eigentlich fertig«, grummelte Rosa. »Doch, doch, ich brauche sie unbedingt, bitte«, sagte Herr Quittel von Knispel, so charmant er konnte. »Na, meinetwegen, wenn es unumgänglich ist«, stöhnte Rosa. »Danke, mein Blümchen«, hauchte er ihr ins Ohr und gab ihr einen verschmitzten Kuss auf die Stirn. »Ich sag nur schnell den anderen auf Wiedersehen«, und zack war er weg. Rosa stöhnte noch einmal, holte die Dinge aus dem Schrank und vollendete nun endlich die Kofferpackerei. Herr Quittel von Knispel verabschiedete sich von Obst und Keks, seinem Gartenteich Frosch Fred und der Taube Rimi. Sie alle versprachen, gut auf das Haus aufzupassen, und dann ging es los zum Zeppelin-Flughafen in Dreimaltorte.
Hummel, das war ganz klar, kam mit nach Mango, denn sie liebte Abenteuer. Wie lange fliegen wir denn eigentlich? Fragte Rosa mit vor Aufregung ganz roten Wangen. Das passierte ihr immer, wenn es spannend wurde, aber das fand niemand schlimm. Ach, so genau weiß ich das gar nicht, aber der Flugkapitän sagte etwas von einmal schlafen und dann wären wir da. Das klingt doch gut. Und schon hoben sie ab, ganz leicht und schwerelos. Hummel sang vor Aufregung, uhuhu, das konnte sie fast so gut wie fliegen. Sie war kaum zu bändigen vor Energie, also öffnete Rosa ein Fenster in ihrer Kabine und ließ Hummel ein paar Runden drehen. Nach ihrem dritten Sturzflug rief Herr Quittel von Knispel sie wieder in die Kabine, denn es war Zeit zum Essen. Nach einem Picknick auf dem Kabinenboden ließen die drei den Tag Revue passieren und spürten nach und nach, wie die Aufregung nachließ. Also kuschelten sie sich müde zusammen und waren schneller eingeschlafen, als man gute Nacht sagen konnte. Als sie die Augen aufmachten, setzte der Kapitän bereits zur Landung an. Mango war, das konnte man auf den ersten Blick sehen, wunderschön. Es war fast tropisch. Überall standen Zillionen von riesigen Bäumen mit Früchten dran. Es flogen die buntesten Vögel umher und es duftete, wie sollte es anders sein, nach saftiger, süßer Mango. Ihr vorübergehendes Zuhause lag an einer Meeresbucht, die azurblau ruhend vor ihnen lag. »Wir sind da, alle Mann aussteigen«, rief der Kapitän. »Dort drüben steht ihr Schiff. Das wird sie zu ihrer Pension unten in der Habsibucht bringen. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich Ihnen.« Er lächelte ihnen zu, während die drei staunend die Landschaft betrachteten. Der Zeppelin startete schon wieder und Rosa, Herr Quittel von Knispel und Hummel gingen staunend zum Schiff. So viele Eindrücke, so bunte Farben, so eine Weite und so wunderbare Gerüche, das musste man erst einmal verdauen. Nach kurzer Überfahrt waren sie schon in der Habsibucht angekommen. Das Gepäck wurde zur Pension gebracht und eine freundliche, runde Dame nahm sie in Empfang. »Meine Lieben, schön, dass Sie da sind. Sie werden ganz bestimmt wunderschöne Flitterwochen hier in Mango haben. Ach, was für ein reizendes kleines Ding«, tirillierte die Frau und beugte sich hinab zu Hummel, die offensichtlich begeistert von der Frau war. »Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Fräulein Lalilalu. Kommen Sie doch erst einmal rein. Ich habe eine kleine Erfrischung vorbereitet, einen Mango-Cocktail. Und du, meine Süße, kannst gleich im Garten mit meiner Rotzi spielen. Ich habe nämlich auch einen Hund. Wir nennen sie hier allerdings Bayro. Na kommt, kommt schnell rein.« Und ehe sie sich versahen, nahm Frau Lalilalu die beiden unter die Arme und schubste sie freundlich auf die Couch vor dem Haus. Hummel flog hinterher und fand nach kurzer Suche Rotzi, die gerne vor Freude mit dem Schwanz gewedelt hätte, wenn sie denn einen gehabt hätte. Aber sie verstanden sich auch so. Rotzi hatte freundliche braune Augen und so ein wuscheliges Fell in weißen und beigen Farben, dass man sie stundenlang streicheln wollte. Sie lächelte die neuen Besucher an und sagte zu Hummel, »Madi de Menehe?« Hummel stutzte kurz, dann aber zuckte sie mit den Schultern, weil sie wohl mit in den Garten kommen sollte. Fräulein Lalilalu sah zu Hummel und Rotzi und plauderte los. »Ja, das war ein Unglück mit Rotzis Schwanz, ganz tragisch, so ein Unglück. Doch das erzähle ich Ihnen später. Sie hat's ja überlebt, der Mango sei Dank.« Sie kicherte bei ihrem ersten Schluck Mango-Cocktail und wartete gespannt auf die Gesichter ihrer beiden Gäste, ob ihnen der Cocktail wohl genauso schmecken würde wie ihr. Und das tat er. So herrlich süß, fruchtig und frisch mit einem Schuss etwas, das nicht eindeutig zu identifizieren war. Aber das machte nichts, denn das war das Leckerste, das Rosa und Quittel jemals getrunken hatten. Sie waren sich zwar beide sicher, dass sie in Gegenwart ihrer Gastwirte nicht oft zu Wort kommen würden, aber das spielte angesichts ihrer Zubereitungskünste auch keine große Rolle. Sie inspizierten ihr Zimmer und es war sofort urgemütlich. Es war ganz heimelig, mit Blumen geschmückt und mit wunderbar weichen Betten. An der Badezimmertür hing für jeden ein roter Bademantel, einer in groß und einer in klein. Rosa trat einen Schritt näher und plötzlich fuhr das Bett mit dem Kopfteil hoch, immer weiter und weiter. »Quittel, Quittel, Quittel«, schrie sie mit zunehmender Panik. Ihre Wangen wurden wieder rot. »Was ist denn los?« Er stürmte auf sie zu und sah in Sekunden das Szenario. »Was soll ich machen? Das Bett bewegt sich nach oben.« »Warte, das haben wir gleich.« Quittel bückte sich und schob Rosa sachte beiseite. »Blümchen, das Bett hat eine Fußbedienung zur Höhenverstellung und du hast einfach drauf gestanden. Alles klar?« »Schau mal.« Er drückte auf die andere Kante der Fußbedienung und das Bett fuhr langsam wieder in die Waagerechte. »Gott sei Dank«, prustete Rosa erleichtert. »Oder sollte ich sagen, Mango sei Dank?«
Sie sahen sich kurz in die Augen und fielen schließlich lachend auf das Bett. Nach langer Zeit amüsierten sie sich immer noch und lachten, lachten, lachten über diese Situation. Der erste Schlaf in ihrer Flitterwochenpension war wundervoll erholsam. Sie wurden von einem Meereshauch und der aufgehenden Sonne geweckt. Schon beim Waschen machten sich ihre knurrenden Mägen bemerksam und so beeilten sie sich, zum Frühstück fertig zu werden. Dort trafen sie auch auf Hummel und Rotzi, die offensichtlich schon gegessen hatten und auf der Veranda dösten. Fräulein Lalilalu begrüßte sie mit einem singenden Guten Morgen. Na, alle ausgeschlafen? Jetzt gibt's erstmal ein ordentliches Frühstück und dann erzähle ich Ihnen von den Besonderheiten Mangos. Das hier ist zwar ein Paradies, doch es gibt ein paar Regeln, die man befolgen sollte. Dann mal guten Appetit. Sie deutete auf ein atemberaubendes Buffet, mit dem sie sich sehr viel Mühe gegeben hatte. Es gab himmlisch duftenden Tee, fruchtiges Müsli, diverse Sorten an frischem Brot, Käse und anderen Köstlichkeiten. Als sie fertig gefrühstückt hatten, gingen sie zu einem Plausch auf die Veranda. Dort wartete schon Fräulein Lalilalu mit exotischen Früchten und Wasser mit herzförmigen Eiswürfeln. Bedienen Sie sich doch bitte, Sie wollen bestimmt heute einen Ausflug machen. Ich hatte Ihnen ja gestern bereits erzählt, dass man auf ein paar Details achten sollte. Bitte haben Sie keine Angst, es ist ein friedliches Land. Noch ein Schnaps? Ach, ich meine natürlich einen Schluck Wasser. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Im Hochwald gibt es eine Gruppe von wilden Tieren, die gelben Gelblinge. Sie sind sehr scheu und mögen keinen Kontakt zu Mensch oder Tier außerhalb ihres Rudels. Vor denen sollten Sie sich wirklich vorsehen. Rotzi verlor bei einem Ausflug vor 5 Jahren so auch ihren Schwanz. Sie wollte, so lieb wie sie ist, sich vorstellen und die gelben Gelblinge waren so erschrocken, weil es gerade Nachwuchs in ihrer Gruppe gegeben hatte, dass der Anführer auf sie zustürmte und ihr den Schwanz abbiss und sie boshaft verscheuchte. Wir waren so erschreckt darüber und der Schwanz war nicht mehr zu retten. Heute kommt sie gut ohne ihn klar, aber damals trauerte sie monatelang, weil sie dachte, sie wäre kein ganzer Bairo mehr. Im Laufe der Zeit hat sie aber gemerkt, dass sie keiner weniger mochte und so heilte auch ihr Verlust. Irgendwie kann man die gelben Gelblinge ja auch verstehen. Sie sind eine eingeschworene Herde und haben vermutlich auch Angst vor uns. Doch das passt so gar nicht zum Mango, weil sonst alle friedlich und freundlich sind. Man muss es wohl so hinnehmen. Rosa und Quittel schlürften aufmerksam und auch ein wenig erschrocken ihr Wasser. Fräulein Lalilalu schien noch nicht fertig zu sein. Dann sind vor einiger Zeit zwei merkwürdige aussehende Tiere gesichtet worden. Sie scheinen nicht gefährlich, aber sie sind so scheu, dass noch niemand Kontakt zu ihnen aufnehmen konnte. Sie sehen angeblich ganz seltsam aus, braun mit langen, dünnen Beinen und Schaufeln auf dem Kopf. Ich habe sie noch nicht gesehen, vielleicht gelingt es Ihnen ja. Na gut, ich will Sie nicht länger aufhalten. Haben Sie viel Spaß und genießen Sie die frische Luft und den tollen Ausblick, falls Sie heute schon in den Hochwald gehen sollten. Bis dann! Das Paar sah sich an und grinste über die Wortflut. Doch dann wurden sie nachdenklich. Rosa, wir nehmen zum Wandern auf jeden Fall den Pinselstock mit. Wer weiß, wer weiß. Rosa nickte zustimmend. Vielleicht gehen wir heute erstmal an die Hapsibucht und spannen ein wenig aus. Was hältst du davon? Gute Idee. Ein bisschen schwimmen und lesen, das würde mir auch gefallen. Auf geht's. Und so gingen die beiden in ihr Zimmer, um alles Nötige zu packen für die bevorstehende Erholung. An der Bucht angekommen, suchten sie sich einen schönen Platz, legten ihre Sachen ab und liefen lachend ins Wasser. Das Wasser war herrlich, sie schwammen ein paar Runden und als sie genug abgekühlt waren, legten sie sich auf ihre Liegen. Sie schnappten sich ihre Bücher und beim Lesen zu entspannen, als sie einen dünnen, dafür sehr großen Mann mit Strohhut, schlabbrigen Hosen und blumengemusterten Hemd sahen. Er blickte vor sich hin, brabbelnd am Strand hin und her, so als würde er etwas suchen. Stück für Stück näherte er sich den beiden und wumms stolperte er über Rosas Liege. Verzeihung, gnädige Frau, so etwas passiert mir dauernd. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Professor Tinnitus. Ich bin Biologe und bin auf der Suche nach den seltenen Benis, die es nur hier auf Mango geben soll. Ich suche sie für ein Studienprojekt. Angenehm, mein Name ist Rosa und dies hier ist mein Mann Quiddel von Knispel. Wir sind hier in den Flitterwochen. Sie lächelte ihm freundlich zu. Quiddel nickte ebenfalls höflich und fragte, was sind denn bitte Benis? Ja, wie soll ich das erklären? Das ist eine ganz besondere Rochenspezies, nur außerordentlich klein und angeblich sowohl zu Wasser als auch zu Land zu finden.
Laut meiner Informationsquelle kommen sie meistens in Vierergruppen vor. Ach, da vorne scheint sich etwas zu bewegen. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss dort unbedingt nachsehen. Bis demnächst. Er winkte etwas zerstreut und war schon auf und davon. Rosa und Quiddel sahen sich schulterzuckend an, tranken einen Schluck und griffen zu ihren Büchern. So faulenzten sie den Rest des Tages und nahmen sich für den nächsten Tag eine Wanderung in den Hochwald vor. Quiddel fragte noch schnell Hummel, ob sie mitkommen wollte, und natürlich wollte sie. Rotzi lehnte freundlich ab, was aber auch verständlich war angesichts ihrer Erfahrung. Am nächsten Morgen standen Rosa, Quiddel und Hummel früh auf, aßen eine Kleinigkeit und nahmen ein riesig großes Lunchpaket von Fräulein Lalilalu mit auf ihren Ausflug. Natürlich waren auch der Zylinder und der Pinselstock mit dabei, man weiß ja nie. Schon nach kurzer Zeit trafen sie auf Professor Tinnitus, der in die gleiche Richtung zu gehen schien. Guten Morgen, Herr Professor, schon so früh unterwegs? Fragte Rosa mit einer freundlichen Stimme. Er sah sie verwirrt an, so als würde er sich nicht an sie erinnern. Dann fiel der Groschen. Ach ja, Sie sind doch das Paar von gestern. Aber wie ich sehe, in Begleitung. Interessant, interessant, sagte er und musterte Hummel ganz intensiv. Wo haben Sie denn dieses außerordentliche Exemplar her? Das ist durchaus einzigartig. Oder gibt es etwa mehr davon? Nun ja, das ist unsere kleine Hummel. Sie ist eigentlich ein ganz normaler Dackel, antwortete Quiddel etwas grummelig, weil ihm die Aussicht, Hummel als Forschungsexemplar zu sehen, missfiel. Das mit den Flügeln ist eine lange Geschichte. Pardon, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich bin nun mal Wissenschaftler, da möchte man einfach alles erforschen. Sie sieht sehr freundlich aus. Vielleicht mögen Sie mir ja irgendwann einmal die Geschichte erzählen. Er nickte entschuldigend, weil er spürte, doch etwas zu privat gefragt zu haben. Wie ich gehört habe, sind einige Rochen im Hochwald gesehen worden und da wollte ich dort mal nachschauen. Und was haben Sie vor? Vielleicht können wir ja ein Stück gemeinsam gehen, sagte Rosa, um die Spannung zwischen den beiden Männern zu senken. Wir wollen nämlich auch in den Hochwald eine Wanderung machen. Quiddel blickte zwar etwas griesgrämig, stimmte aber zu und der Professor freute sich über das Angebot. So marschierten sie los, immer den Pinselstock parat. Nach einiger Zeit machten sie auf einer Wiese Rast, packten das üppige Lunchpaket aus und genossen das leckere Essen von Fräulein Lalilalu. Gegen Mittag erreichten sie den höchsten Punkt des Hochwaldes. Der Professor suchte emsig nach Benis, immer den Blick über den Boden huschend, und Rosa und Quittel blickten über Mango. Überwältigt von dem so schönen Ausblick zeigten sie in diese und in jene Richtung. Sie konnten die vielen Eindrücke kaum fassen. Die Bucht in ihrer vollen Pracht mit ihrem azurfarbenen Wasser, die riesigen Bäume mit den bunten Früchten und den noch bunteren Blumen, die vielen Vögel, Hummel über ihnen kreisend. Und plötzlich erschallte ein hysterischer Schrei hinter ihnen. Ich hab sie gefunden, ist das zu fassen? Ich hab sie gefunden. Rosa und Quittel zuckten zusammen, sahen zum Professor herüber und rannten zu ihm hin. Das sind sie? Fragte Rosa. Ja, das sind die Mangorochen oder eben auch Benis genannt, antwortete Professor Tinnitus gerührt. Ihm standen Tränen in den Augen, sein Kinn vibrierte um Fassung bemüht. Da lagen drei kleine grau-gelb gesprenkelte, fast achteckig geformte Tierchen in seinen Händen und der Professor verlor fast die Fassung. Er musste sich auf einen Baumstumpf setzen. Die kleinen Schwänze wackelten in seiner Hand hin und her, doch sonst schienen sie sich wohlzufühlen, denn sie hielten ganz still und kuschelten sich scheinbar in die Hände des Professors. Sind sie nicht wunderschön? Und ich werde sie nach mir benennen. Rochus Tinnitus Mangua. Wie wunderschön! Rosa und Quittel nickten anerkennend und Hummel schnupperte neugierig an den kleinen Benis. Und dann. Rosa hörte es zuerst. Erscholl ein Grollen hinter ihnen. Erst leise, dann immer lauter werdend. Sie drehten sich langsam um und erstarrten vor Schreck. Vor ihnen stand eine riesig große Gruppe, es waren mindestens 80, von gelben Gelblingen. Der größte von ihnen maß über 2 Meter und ging langsam auf sie zu. Er hob bedrohlich seine überdimensional langen Zeigefinger und richtete auf die Gruppe seine Finger. Kleine Blitze schossen daraus.
Monohe Panapu, grummelte er, seine Augen gefährlich zu Schlitzen verkleinert. Rosa, Quittel und der Professor standen wie versteinert da. Hummel flog aufgeregt im Kreis. Quittel fand als erster die Fassung wieder und antwortete: Entschuldigen Sie, wir wollten nicht stören. Wir wollten uns nur die Gegend ansehen. Wir sind gleich wieder weg. Nun sah der Professor noch verwirrter aus. Wieso sprechen Sie mit diesem Riesen? Später, grummelte Quittel zur Seite. Für Erklärung war jetzt keine Zeit. Rosa schüttelte energisch den Kopf, damit der Professor nicht weiter fragte. Der stand schweißüberströmt vor Angst auf und war nur noch dazu imstande, die kleinen Rochen in seine Jackentasche zu stecken. Dann schwieg er. Quittel war in der Zwischenzeit aufgegangen, dass er wohl mit diesen Tieren nicht sprechen konnte. Er verstand sie einfach nicht. Ganz langsam drückte er den Knopf seines Pinselstocks, um auf einen Angriff vorbereitet zu sein. Der riesige gelbe Gelbling nahm die Bewegung wahr und schrie seiner Gruppe zu: Ein, zwei, tri! Die Gruppe stürmte mit gehobenen, blitzenden Zeigefingern auf sie zu. Hilflos und angewurzelt vor Schreck stand die kleine Gruppe da. Quittel hob den Pinselstock. Er wusste, dass er nichts gegen diese riesige Menge von gelben Gelblingen ausrichten konnte. Da erscholl aus dem Dickicht ein lautes Geschrei. Lauf, so lauf doch! Und es schossen zwei, ja, was eigentlich, Tiere an ihnen vorbei. Sie rannten los, so schnell sie konnten. Hummel flog voraus, um ihnen den Weg zu zeigen. Quittel ging im Weglaufen auf, dass er diese Stimmen verstanden hatte. Nach gefühlter Ewigkeit stoppten sie völlig außer Atem. Offensichtlich waren sie außer Gefahr, denn es folgte ihnen niemand mehr. Rosa, Herr Professor, die Stimme aus dem Gebüsch konnte ich verstehen. Sie können nicht aus Mango sein. Sie gingen so schnell wie möglich bis zur Pension. In der Zeit erklärten sie dem Professor von Quittels Talent, in Kurzfassung auch, wie Hummel zu ihren Flügeln gekommen war und wie sich Rosa und Quittel kennengelernt hatten. Fräulein Lalilalu erkannte sofort, was passiert war und holte für alle einen Schnaps Wasser mit Mango und einem kräftigen Schluck von dem unbekannten Entspanner. So erholten sie sich langsam von dem Schreck. Alle hatten das Gefühl, viel Glück gehabt zu haben. Und das dank der unbekannten Helfer. Professor Tinnitus entschuldigte sich bald. Er wollte die kleinen Mangorochen nicht länger als unbedingt nötig in der Jackentasche lassen und ihnen noch heute ein schönes großes Zuhause bauen. Rosa und Quittel nahmen noch ein kleines Abendessen zu sich und gingen dann erschöpft ins Bett. Sie waren sich einig, am nächsten Tag am Strand zu bleiben. So ein Treffen wollten sie sich nicht nochmal erlauben. Sie hatten tief geschlafen und das auch sehr lang. Fräulein Lalilalu hatte sie nicht gestört, hatte ihnen ein schmackhaftes Mahl auf der Terrasse aufgebaut mit einer Nachricht, dass sie heute erst abends wieder da sein würde, da sie Einkäufe und Besuche zu erledigen hatte. Die beiden waren froh, den Rest des Tages für sich zu haben. Also schnappten sie sich etwas Obst und ihre Bücher und gingen zum Strand. Es war ein erholsamer Tag, doch immer wieder wanderten ihre Gedanken zu dem Schrecken vom Vortag. Abends gingen sie Hand in Hand zurück zu ihrer Unterkunft, aßen gemütlich Abendbrot und wurden schnell müde, sodass sie wieder früh zu Bett gingen. Schnell waren sie eingeschlafen, Arm in Arm mit Hummel zu ihren Füßen eingekuschelt. Mitten in der Nacht wurde Quittel von einem leisen Kratzen wach. Er setzte sich an die Bettkante und lauschte, ob er sich auch nicht verhört hatte. Da war es wieder. Er stand auf, schnappte sich den roten Bademantel und öffnete die Balkontür. Dort standen zwei kleine gelbe Gelblinge und lächelten ihn an. Quittel ging vor Schreck ein paar Schritte rückwärts. »Bitte haben Sie keine Angst, wir kommen in Frieden«, sagte der etwas größere von den beiden. Quittel musste sich erst einmal sammeln, dann fragte er: »Wieso kann ich euch verstehen? Wir sind eine neue Generation«, sagten sie, »und nicht so altmodisch wie unsere Familie. Wir wollen euch verstehen, damit wir verstanden werden. Mein Name ist übrigens Tejet und dies hier ist meine Schwester Feni.« »Hallo«, sagte Feni, »schön, Sie kennenzulernen.« »Hallo, mein Name ist Quittel von Knispel und meine Begleiter neulich waren meine Frau Rosa und Herr Professor Tinnitus. Darf ich fragen, weshalb ihr um diese Zeit hergekommen seid und warum?« »Aus zwei Gründen. Wir wollten uns bei Ihnen entschuldigen, dass unsere Familie Ihnen Angst gemacht hat.« »Oh ja, das haben Sie allerdings.
Aber kommt doch rein, dann können wir in Ruhe sprechen. Sie ging hinein und Quittel weckte Rosa, die nach einem kurzen Schreck schnell verstand, worum es ging. Unsere Familie duldet keine Fremden. Das ist der Grund für den Angriff. Wir sehen das anders. Wir wollen in Freundschaft leben, nicht in Krieg, sagte Tejet. Wir nennen das lammläusig. Das ist ehrenvoll und so eine Einstellung in so jungen Jahren ist bewundernswert, sagte Rosa. Das sehe ich auch so und wir bedanken uns für eure Mühe, extra zu uns gekommen zu sein, sagte Quittel. Aber Feni, du sagtest, ihr hättet zwei Gründe für euren Besuch. Ja, das stimmt, sagte sie. Sie haben doch die Stimmen im Gebüsch gehört und sie offensichtlich auch verstanden. Die Stimmen waren von einem Paar, das ebenfalls fremd hier ist. Wir durften uns nie mit ihnen unterhalten. Das hätten unser Vater Populus und unsere Mutter Silvia nie erlaubt. Aber wir haben sie öfter gesehen, weil sie von den Älteren verjagt wurden. Sie sind vermutlich ein Paar, haben vier gleich lange Beine, sind bräunlich gefärbt und tragen Kopfschmuck. Sie haben große Angst vor uns und müssen sich ständig verstecken. Teet und ich wissen nicht, woher sie kommen, aber sie werden hier nie ein Zuhause finden. Und so hoffen wir nun, dass sie sie verstanden haben, dass sie die beiden vielleicht mit zu ihnen nach Hause nehmen können. Sie können sich ja nicht ewig verstecken und in Furcht leben. Bitte würden Sie das tun? Tejet und Feni sahen Rosa und Quittel voller Hoffnung an. Wie lieb von euch, sagte Rosa. Rosa und Quittel sahen einander an und die Entscheidung war klar. Sie würden den Fremden helfen. Das ist ja wundervoll, antwortete Feni. Tejet und ich haben auch schon einen Plan gemacht, wie wir sie zu ihnen bringen können. Sie nickten sich zu und erklärten, was sie vorhatten. Der Plan war knifflig, aber gut durchdacht. Feni und Tejet würden noch ein paar Tage warten, bis zu dem Tag, an dem die Älteren ihren monatlichen Besprechungsabend hätten und die Jungen schlafen gehen sollten. Bis dahin wäre wieder allgemeine Ruhe eingekehrt. Feni und Tejet würden sich dann wegschleichen, um die Fremden zu finden. Hier wurde es schwierig, denn sie mussten sie finden und dafür sorgen, dass sie erstens nicht wegliefen und zweitens, dass sie ihnen so vertrauten und mitmachten. Falls alles klappen würde, würden alle vier zum Strand laufen, wo Rosa und Quittel die Fremden in Empfang nehmen würden. Das bedeutete zwar ein paar Tage vermeintlicher Ruhe für die Flitterwöchler, aber von Entspannung war keine Rede. Je näher der Tag rückte, desto aufgeregter wurden Rosa und Quittel. Und Hummel natürlich auch. Am Tag des Geschehens trafen sich Rosa und Quittel noch einmal mit Feni und Tejet, um sich ein letztes Mal abzusprechen. Der Plan stand und Fräulein Lalilalu war selbstverständlich bereit, den beiden Fremden Unterschlupf zu gewähren. Abends dann warteten Rosa und Quittel zum vereinbarten Zeitpunkt am Strand. Es war spät. Es wurde später. Dann wurde es noch später. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob alles klappt, Quittel. So sag doch etwas, sagte Rosa ganz hibbelig. Er nahm sie in ihre Arme und antwortete: Ich glaube an die kleinen Gelblinge. Sie schaffen das. Er küsste sie auf die Stirn und dann kamen sie. Völlig außer Atem sprangen die vier aus dem Unterholz auf, den Strand umbremsten erschöpft. Wir haben es geschafft, sagte Tejet voller Stolz. Fantastisch, es hat geklappt, riefen Rosa und Quittel erleichtert. Und ich kann euch versichern, bei uns seid ihr in Sicherheit. Wir sind euch dankbar für eure Hilfe. Ihr habt uns sehr geholfen und ihr werdet uns retten. In der Dunkelheit war es nicht gleich zu erkennen. Dann sagte Quittel überrascht: Das ist ja kaum zu glauben. Ihr seid ja Elche. Wie kommt er denn hierher? Wir wurden von Händlern verschleppt und wir sollten noch weiter nach Süden, vermutlich um geschlachtet zu werden. Eines Nachts sind wir dann vom Schiff gesprungen. Und so landeten wir hier. Darf ich übrigens vorstellen, das ist meine Frau Evelyn und ich heiße Jürgen. Und wir sind so dankbar, dass ihr unsere Odyssee endlich ein Ende gebt. Sie unterhielten sich noch eine Weile, Quittel übersetzte hin und her, bis es Zeit war, dass Tejet und Fini zurück zu ihrer Familie mussten, damit sie nicht aufflogen. Vorher wurde noch abgemacht, über Fräulein Lalilalu in Kontakt zu bleiben. Sie herzten sich freundschaftlich, denn nun mussten sie Abschied nehmen. Feni und Tejet verschwanden im Wald, die anderen vier machten sich auf den Weg in Richtung Pension. Fräulein Lalilalu hatte schon alles für die Neuankömmlinge vorbereitet, sodass alle schnell schlafen gehen konnten.
Die Aufregung legte sich über sie und alle fielen in einen festen Schlaf. Am nächsten Tag war es Zeit abzureisen. Hummel und Rotzi küssten sich liebevoll auf ihre Nasen und alle fielen sich in die Arme. Nach einer überschwänglichen Verabschiedung seitens Fräulein Lalilalu, die ihre Gäste nur mit dem Versprechen gehen ließ, bald wiederzukommen, stiegen Rosa, Quittel, Hummel, Evelyn und Jürgen in den Zeppelin und flogen zurück nach Dreimal Torte. Auf dem Flug freundeten sich die Elche sofort mit Hummel an. Rosa und Quittel überlegten nicht lang und boten den beiden an, bei ihnen zu wohnen, solange sie wollten und vielleicht sogar für immer, wenn es ihnen gefiel. Evelyn und Jürgen freuten sich sehr über dieses Angebot und waren froh, endlich Ruhe und ein neues Zuhause gefunden zu haben. Als sie dann endlich im Bubbelweg angekommen waren und mit voller Freude von allen Wartenden empfangen wurden, war klar, dass die Familie von Knispel um zwei lammläusige Köpfe größer geworden war. Evelyn und Jürgen fühlten sich schnell sehr wohl in ihrem neuen Zuhause. So wohl, dass im nächsten Frühjahr ein dritter Elch dazukommen würde. Und so wurde aus Fremden eine neue große Familie, die sich auf weitere gemeinsame Abenteuer freuen wollte.